Gerade. So, jetzt gerade einen lieben Gruß aus Frankfurt, wie jeden Montag. So, jetzt müsste es hoffentlich passen. Gleich geht's los hier in Frankfurt. Ja, passend zum Wetter, Jan King Song, Hit the Toe Check. Wunderbar, super Wetter. So, nur das mit der funktioniert noch nicht. Wahrscheinlich ist es besser, wenn ihr ein bisschen von hier fängt, wegen dem Lärm hier, weißt du? Lärmquelle ist hier. Ich will ungern Werbung machen für den Klartext. Ja, heute kommen die Leute wahrscheinlich ein bisschen später. Ist ja alles noch ein bisschen Sommermodus. So, Wetter ist top. Da hinten dann wieder ein bisschen Scheißwolken. Hallo Frankfurt, It's a Toe Check, ein tolles Lied von einem Künstler aus Dresden, der seit regierungskritische Musik macht und Satire auf einmal keine Bühne und kein Mikro mehr bekommt. Wir stehen hier heute versammelt unter dem Schutz von Artikel 5 und Artikel 8 Grundgesetz und da bekommt man eine Bühne. Man bekommt dafür kein Geld und man bekommt dafür oft auch keine Anerkennung, aber man kann im besten Deutschland aller Zeiten gerade noch so seine Meinung kundtun. Und deswegen Dankeschön. Dankeschön an alle, die die Grundrechte hochhalten. Danke an unser Ordnungsamt, unsere Versammlungsbehörde hier natürlich auch und unsere Helfer und Ordner, die diese Demo möglich machen. Nachher auch die Verkehrspolizei, die die Sicherheit mit gewährleistet, damit dieser Montagsspaziergang sicher ablaufen kann. Kurze Rede zum Eingang. Vielleicht möchte einer oder andere wissen, warum wir Montag für Montag hier stehen und insbesondere heute hier mit dieser wunderbaren Fahne zu meiner Linken, von euch aus, von meiner Rechten. Diese wunderbare Fahne, die zeigt, was es heißt, das Glück zu haben, in Deutschland geboren zu sein und hier aufgewachsen zu sein und die Verfassung und unsere Grundrechte, unser Grundgesetz zu achten. Einigkeit, Recht und Freiheit heißt es. Und nicht Uneinigkeit, Unrecht und Unfreiheit. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Nein, wisst ihr nicht? Kein Problem, dann erkläre ich euch nochmal das Problem von Deutschland. Noch einmal, in 187 Ländern dieser Erde sind viele von diesen Problemen gar nicht existent. Vielleicht auch, weil sie nicht diese Art von Grundgesetz und Verfassung haben, die wir alle lieben und so schätzen. Wenn wir im Deutschland des Jahres 2024 öffentlich unsere Meinung sagen, dann sollten wir darauf achten, dass es auch die richtige Meinung ist, sonst könnten sie nämlich Schwierigkeiten bekommen. Die richtige Meinung, die entnehmen Sie bitte stets den staatstragenden Medien, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat, dafür sind die schließlich da. Dann sollten Sie sich nicht sicher sein, schalten Sie den Fernseher ein und da werden Sie dann korrekt aufgeklärt über die richtige Meinung. Wenn Sie öffentlich eine falsche Meinung vertreten, dann droht Ihnen Bestrafung. Vielleicht nicht so, wie man das sich vorstellt im herkömmlichen Sinne. Es wird also jetzt nicht gleich irgendwie ein Strafbefehl ausgestellt, zumindest meistens nicht. Es wird auch nicht gleich ein Staatsanwalt von sich aus von Amts wegen aktiv. Dem Anschein nach sind wir noch eine Demokratie mit unveräußerlichen Grundrechten, mit Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und so. Der Lack nach außen, er ist noch da, der Lack nach innen, aber der ist schon lange ab. Da gibt es längst einen raffinierten und ziemlich gnadenlosen Repressionsapparat, der sich da etabliert hat, im besten Deutschland aller Zeiten. Die Bandbreite der Meinungsäußerung, die reicht von einem pöbelnden, wie wir es jetzt
zum Beispiel der Multimilliardär, kennen Sie, Multimillionär, Milliardär ist er meines Wissens nach noch nicht, Jan Böhmermann, bis hin zu Faeser auf Betäubung, Nancy Faeser, unsere Bundesinnenministerin. Alle projizieren die passenden Feindbilder in die Köpfe. Und es braucht nur den richtigen Befehl, den Marschbefehl. Und dann ziehen sie los für das Gute, für das Richtige. Wer also öffentlich eine falsche Meinung vertritt und dabei eine gewisse Aufmerksamkeitsschwelle überschreitet, also nicht wie ich jetzt hier mit diesen vier Lautsprechern, sondern jemand, der über 400 Lautsprecher kommt oder 4000 oder 40.000, oder 40.000 gedruckte Exemplare, die in unserer Bürgerzeitung Klartext Rhein-Main. Jeder, der also diese öffentliche Wahrnehmungsschwelle überschreitet und die falsche Meinung hat, der bekommt es mit den Meinungsunterdrückern zu tun. Und das geht ratzfatz. Diese Mechanismen, sie greifen und sofort, und das funktioniert gut, und zwar weil es egal ist, was die Leute machen, egal, was sie sich zu Schulde kommen haben lassen. Solange du die richtige Meinung nach außen bläst, ist alles okay. Sie bleiben immer straflos, siehe Jan Böhmermann. Ein Böhmermann zum Beispiel, Multimillionär, der darf ungestraft in seiner Sendung Hass verbreiten, er darf hetzen, er darf lügen, er darf beleidigen und irgendwelche falschen Informationen verbreiten. Das alles ist überhaupt kein Problem. Hat ein bisschen Probleme. Der darf das. Das ist schließlich seine Aufgabe. Dafür ist er da. Und Ihre Bank, die darf Ihnen aufgrund dieser Informationen das Konto kündigen oder Ihr Vermieter darf Sie rauswerfen. Arbeitgeber darf Sie entlassen. Das alles ist vollkommen in Ordnung, wenn Sie die falsche Meinung öffentlich kundtun und sich dabei erwischen lassen. Das ist schließlich Marktwirtschaft, das ist schließlich Vertragsfreiheit. Im besten Deutschland aller Zeiten. Diese Leute, die dürfen alles selber entscheiden, nicht wahr? Freiheit so frei wie ihre Meinung. Ihre Meinung ist doch frei, klar. Wenn sie wegen ihrer falschen Meinung, ihrer freien Meinung zum Beispiel zusammengeschlagen werden, ja, das dachte Timo auf dem Weg nach Hause vor kurzem. Oder sonst, wie sonst könnte man Ihnen versichern, zumindest solange Sie, sofern Sie die falsche Meinung öffentlich vertreten. Die Ermittlungen der Polizei, wenn sie zusammengeschlagen werden wegen der falschen Meinung, die verlaufen meistens im Nirvana. Schönen Gruß, Ihre Polizei. Das ist so. Und ich kann Ihnen auch noch versichern, über ein paar Ecken werden diese Schläger, die Sie oder Timo zusammengeschlagen haben, in irgendeiner Kaschemme sitzen. Im besten Deutschland aller Zeiten, in einem linken Kulturverein, wo Sie sich zum nächsten Mob verabreden. Und ich glaube, jeder hier weiß, worüber und über wen ich rede. Das ist so. Das sind die Strukturen, die im besten Deutschland aller Zeiten aufgebaut wurden und auch finanziert wurden von unseren Steuergeldern. Das ist mittlerweile so. Und diese Strukturen, die im besten Deutschland aller Zeiten sich herausgebildet haben, die in Wahrheit die Meinungsfreiheit unterdrücken, welche eigentlich ein hohes Gut sein sollte, genauso wie die Pressefreiheit. Doch beides muss man sich im Land von Einigkeit, Recht und Freiheit erstmal leisten können. Zum Beispiel in Form von guten Anwälten. Faeser auf Betäubung. Erinnern Sie sich noch an diesen Spruch? Erinnern Sie sich noch? Viele haben damals diesen Spruch gebracht, als Nancy Schmancy Faeser als Innenminister ins Bundesamt hineinkam. Wie durch ein Wunder ist sie da hineingespielt worden. Ich glaube über einen Listenplatz. Nancy Schmancy Faeser. Wohnhaft in Schwalbach am Taunus. Faeser auf Betäubung. Ist das nicht lustig? Aber mittlerweile nicht mehr wirklich. Es kann schließlich jeden von uns treffen, jederzeit. Von wegen Faeser auf Betäubung. Die Faeser stehen längst schon
auf Töten. Betäubung war gestern. Shoot to kill, das ist scheinbar die Maxime von so manchen Staatsakteuren. Seit dem 1. April 2024 gilt schließlich das neue Disziplinarrecht. Und ich bitte alle Beamten und Polizisten mal genau zuzuhören. Auch der Kollege, der offensichtlich ein Problem hat mit Artikel 5 und Artikel 8 Grundgesetz und diese Rede so abtut und sich jetzt umdreht, weil es nicht aushält, auch der darf gerne zuhören. Du musst nicht meine Meinung teilen, aber du kannst vielleicht versuchen zu verstehen. Ich erwarte nicht, dass du Verständnis hast, aber ich erwarte, dass du als Mensch die andere Meinung zumindest erträgst. Oder wie Lafayette sagte, du magst meine Meinung verdammen, aber ich werde mein Leben dafür geben, dass du deine Meinung sagen darfst. So geht das eigentlich in einer echten Demokratie und ich glaube, ihr wisst, wovon ich spreche. Jetzt zurück für unsere Beamten, für unsere Polizisten hier auf dem Platz zum Disziplinarrecht. 400 Beamte wurden seit dem 1. April verdächtigt, Extremisten zu sein. Irgendwie extremistisch, rechtsextremistisch vielleicht, oder keine Ahnung, altextremistisch, linksextremistisch, wohl kaum. Tja, wer stellt sowas fest, dass die extremistisch sind, diese 400 Beamten? Wer klagt an? Was sind die Maßstäbe? Wer stellt sowas fest, was extremistisch ist? Keine Ahnung, etwa Leute wie Haldenwang, der Chef vom Bundesverfassungsschutz, Schutz, meine ich natürlich. Also bei Extremismusverdacht, ja, da könnten Beamte jetzt so einfach aus dem Dienst entfernt werden, entlassen, in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Alle mit irgendwelchen Zweifeln, zum Beispiel, wenn Beamte in WhatsApp-Gruppen oder privaten Telegram-Gruppen die hochkriminellen Corona-Schutzmaßnahmen. Und die waren hochkriminell. Jeder, der RKI-Files angeguckt hat, weiß das, wie kriminell die waren. Dann ist er auf einmal ein Extremist. Faeser hat im Zusammenspiel mit diesem Herrn Haldenwang die verfassungsfeindliche Delegitimierung des Staates erfunden. Alle mit irgendwelchen Zweifeln, zum Beispiel an Corona-Maßnahmen, die fallen genau in diese Kategorie. Also, alle Leute, die diese kriminelle Politik durchgeführt haben, auch von Leuten wie Faeser und Haldenwang irgendwelche Zweifel hatten, waren am Ende verfassungsfeindliche Delegitimierer des Staates, Extremisten. Beamte solcher Couleur, die können seit 1. April einfach so aussortiert werden. Auch wenn sie, wie sich ja jetzt rausstellt, mit allem Recht hatten. Mit allem. Nochmal RKI-Protokolle nachlesen, dann wisst ihr das. Aber sie sind immer noch extremistisch. Wer könnte noch extremistisch sein? Vielleicht wer nicht richtig gendert? Oder wer diese vollkommen durchgeknallte, ungezügelte und ungeprüfte und § 16 Absatz A grundgesetzwidrige Masseneinwanderung vielleicht nicht ganz so gut findet? Extremistisch, na klar, auch die sind alle Extremisten. Und wer diese völlig durchgeknallten Maßnahmen ablehnt oder kritisch sieht, der kriegt es mit Nancy Faeser zu tun. Wahrscheinlich dauert es nicht mehr lang, dann ist auch jeder, der dagegen ist, dass Transmenschen bei Gewichtshebewettbewerbe für Frauen mit einem 2-Meter-Kreuz das Gewicht hochstellen. Auch das gibt wahrscheinlich demnächst als extremistisch, wenn man da Kritik anmerkt. Aber wenn dann plötzlich irgendwelche Kerle auftauchen auf diesen Veranstaltungen, geschlechtsumgewandelt, dann muss man das akzeptieren. Dann darf es keine Widerworte geben, weil sonst ist das die Delegitimierung des Staates. Delegitimierung der Verrücktheit, möchte ich eigentlich sagen. Wird ein Beamter zum Extremisten erklärt, im besten Deutschland aller Seiten seit 1. April? Und es war kein Aprilscherz, leider. Also es reicht ja, wenn er verdächtigt wird. Das ist das Gleiche, um ihm
Schlussfolgern zum Extremisten zu erklären. Da muss er das Gegenteil beweisen. Also dieser Beamte muss beweisen, dass er kein Extremist ist. Und dass er auf Linie ist. Und zwar 100%. Das ist eine Beweislastumkehr, die da stattgefunden hat. Und wenn man das nicht kann, dann wird man einfach still und heimlich, ohne jedes Widerspruchsverfahren, ohne Gerichtsverfahren, ohne Beschluss aus dem Dienst entfernt. Beamte, die aus dem Dienst so dermaßen entfernt wurden, die haben dann auch noch eine Wohlverhaltenspflicht. Das heißt, ihre Ruhebezüge hängen davon ab, dass sie weiterhin die Klappe halten und auf Linie sind. Weil sonst Gnade ihnen Phaser. Und noch einen Sprung möchte ich machen, weil ich wünsche den Beamten, die dann entfernt wurden, viel Spaß beim Klagen. Weil vor welchem Gericht und vor welchem Richter wollen sie denn Gerechtigkeit finden? Richter sind in Deutschland schließlich auch Beamte und Richter unterstehen der gleichen Aufsicht. Bis vor kurzem waren ja nur die Staatsanwälte bekannterweise unter der Fuchtel der Politik. Und es ist aber langsam durchgesickert in die allgemeine Wahrnehmung. Staatsanwälte sind in Deutschland, übrigens fast nur in Deutschland, nicht unabhängig. Und jetzt sind es auch die Richter nicht mehr. Erinnern Sie sich noch an den Maskenrichter des Weimarer Familiengerichtes? Der Richter mit der Hausdurchsuchung? Der ist ja dieser hochkriminellen Politik damals mit seinem menschlichen Urteil im Sinne der Kinder in die Parade gefahren und hat ein Maskenurteil gesprochen, das man bei der Politik nicht wollte. Dieser Richter hat, man weiß es mittlerweile 100%, aufgrund der Erkenntnisse aus den vielen Seiten teilgeschwärzten RKI-Protokollen, dieser Richter hat mit allem vollkommen Recht gehabt. Hundertprozentig. Aber das ist heute im besten Deutschland aller Zeiten egal. Er ist und bleibt ein Extremist. Und ein Verfassungsfeind, ein Delegitimierer für die Politik von Olaf Scholz, Robert Habeck, Annalena Baerbock, Nancy Faeser und wie sie alle heißen. Christiane Lindner habe ich noch vergessen. Es wird keine Entschuldigung geben für diesen Richter. Genauso wird es keine Entschuldigung geben für Michael Fritsch, diesen mutigen Kriminalbeamten, der ebenfalls das Maul aufgemacht hat als verbeamteter Polizist, der die Corona-Maßnahmen einmal zu laut und zu deutlich kritisiert hat und remonstriert hat. Auch Michael Fritsch sitzt im Knast für seine Meinung und für den Verstoß gegen die Wohlverhaltenspflicht und nicht wegen irgendwelcher sogenannten Reichsbürger-Umtriebe. Und ihr wisst alle, dass es so ist. Und trotzdem ignoriert hier vermutlich jeder Zweite, dass es so ist und welche Konsequenzen das hat. Weil wenn nämlich das alles stimmt, was ich hier sage, dann heißt das ja auch alles, dass das ganze System kaputt ist und wir auf Sand gebaut haben mit dieser Regierung und mit der letzten und vermutlich auch mit der vorletzten. Seit dem 1. April also, wenn jetzt noch mal so etwas vorkommt, dann kann ein solcher Richter auch wegen Extremismus noch viel einfacher entlassen werden, in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Alle Richter in diesem Land wissen das genau. Nur der normale Tagesschau-Gucker, der hat keine Ahnung von dem, was gerade hier abgeht. Und der Spiegelleser weiß es leider auch nicht. Aber die Richter, die wissen das alle. Dieses augenscheinlich verrückte, denkbar unfähige Regierungsgedöns in Wiesbaden, Berlin und Brüssel, das ist nicht nur bei der Bevölkerung unbeliebt, jenseits der ganzen Umfragen in den großen Medien. Da kommt es jetzt noch viel besser weg, als die Realität tatsächlich uns zeigt. Tatsächlich ist bei den Beamten das auch so. Die sind noch viel näher dran und die wissen auch, dass diese Regierung offensichtlich verrückt und zumindest unfähig ist. Ja, nichts fürchten Leute wie Scholz, Habeck, Faeser und Lindner mehr,
als dass ihnen die Leute im Beamtenapparat eines Tages nicht mehr gehorchen, dass man ihnen nicht mehr zuhört, dass man eventuell über sie lacht, wie eigentlich die Bevölkerung immer über die Obrigkeit sich lustig gemacht hat. Das ist der größte Albtraum dieser Politikdarsteller. Das ist doch deren Machtbasis. Es braucht einen gewaltigen, ideologiegetriebenen Unterdrückungsapparat gegen die eigentlichen Interessen der Bevölkerung. Und die Digitalisierung spielt kraftvoll in genau diese Hände. Und deswegen sind wir alle zusammen am 27. April hier in Frankfurt am Main, am Römer, um 13 Uhr und zeigen den Digitalisierungsfanatikern und Neototalitaristen die rote Karte. Am 27. April um 13 Uhr im Römer. Und am ca. um 16 Uhr werden wir von der Europäischen Zentralbank stehen, dem Turm Saurons. Und wenn wir 2000 Hobbits zusammenbekommen, dann hat Christine Lagarde vielleicht nur noch ein trauriges Lächeln auf ihren französischen Lippen. Übrigens ist Christine Lagarde vorbestraft. Aber das wisst ihr alle. Damit alles umsetzbar bleibt, müssen sämtliche Beamte in Zukunft politische Beamte werden, die man dann auch entfernen kann. Politische Beamte haben die Wünsche der jeweiligen politischen Machthaber umzusetzen. Tun sie das nicht, dann können sie auch in den Ruhestand versetzt werden. Das geht jetzt noch einfacher seit dem 1. April. Bisher konnte man Beamte nicht so einfach rauswerfen. Dazu musste man ihnen Fehlverhalten eindeutig nachweisen. Und das war zeitaufwendig und teuer. Jetzt haben es die Extremisten im Staat leichter. Sie sitzen selber in den Ministersesseln und Regierungsämtern. Das ist die größte Gefahr. Sie müssen dieses Volk und alle Menschen, die hier zugewandert sind, alle gemeinsam auf Linie bringen. Weil nur wenn wir brav im Stechschritt voranmarschieren, dann hat diese menschenverachtende Regierung und undemokratische Ansinnen eine Chance für die Zukunft. Wir dagegen stehen zur Unschuldsvermutung, wir stehen zur Meinungsfreiheit, wir stehen zur Pressefreiheit, wir stehen auch auf das uneingeschränkte Recht der Privatsphäre, auch bei WhatsApp und auch bei Telegram. Augen auf, ihr Menschen in Frankfurt, bei der Berufs- und bei der Bundestagswahl für eine Rückbesinnung zur Einigkeit, Recht und Freiheit. Euer Chris. Danke, Chris, dass du mir noch 5 Minuten gelassen hast. Dann mache ich es aber auch kürzer. Ihr wisst, heute ist Gerichtsverhandlung. Deutschland wurde vor dem Internationalen Gerichtshof angeklagt wegen Beteiligung an Genozid. Es wird nur spärlich hier in der Presse erwähnt. Ich habe im NTV einen kurzen Ausschnitt gesehen, da wurde aber gleich erwähnt, dass führende Volksrechtler meinen, dass es zu keiner Verurteilung kommen wird. Aber sie erzählen nicht, warum. Weil die USA ein Vetorecht hat und sie hat gegen jeden Friedensbeschluss ihr Veto jeweils eingelegt. Und das kommt nicht in der Presse und das kommt nicht im Fernsehen. Gleichzeitig wurde Israel bereits abgeurteilt, diesen Genozid sofort einzustellen. Macht es nicht. Ich habe heute ein Gedicht gefunden von der Kathleen Johnston. Ist normalerweise nicht so meine Art, hier das vorzulesen, aber es beschreibt, was gerade im Gazastreifen vor sich geht, wie wir Menschen wegschauen, wir uns weiterhin im Mammon frönen, tanzen, einkaufen, aber offensichtlich nicht wahrnehmen wollen, dass gerade einer der größten Verbrechen auf dieser Welt wieder stattfindet und die Weltgemeinschaft meint, wir Deutsche stehen wieder auf der falschen Seite der Geschichte. Also Kathleen Johnston, tausend tanzen außerhalb des Konzentrationslagers. Brave Musik hämmert die Bomben durch unsere Knochen. Eine Disco während dem Völkermord. Oder eine Disco zum Völkermord. Twerken, das ist ein Tanz.
vor dem Freiluftgefängnis Raven während der Gaza erstickt. Drehende Leuchtsticks, während die Endlösung geplant wird. Nur ein unschuldiger Spaß. Chillen und tanzen außerhalb des Konzentrationslagers. Was könnte denn da möglicherweise falsch laufen? Der IDF, also Israel Defense Force, eigentlich Israel Angriffsforce, bei 33.000 Toten in wenigen Monaten. Und das meiste, fast alles Zivilisten, 70% Frauen und Kinder. Also der IDF, der kümmert sich ja um uns. Sie würden doch niemals zulassen, dass etwas Schlimmes passierte. Also tanzt, während Palästinenser zu Tode gebombt werden. Tanzt, während die Polkappen schmelzen. Tanzt, während sich die Ozeane mit Plastik eurer Masken füllen. Tanzt, während die Regenwälder verschwinden. Tanzt, während Atomsprengköpfe vorbereitet werden und scharf gestaltet werden. Tanzt, während Mütter unmögliche Schreie schreien. Tanzt, während die Rüstungsindustrie Rekordgewinne einstreichen. Und tanzt, während Väter die Stücke ihrer Kinder aufsammeln müssen. Tanzt, während die KI dabei hilft, Familien auszurotten. Wer es nicht mitbekommen hat, künstliche Intelligenz entscheidet, wo und wie und was über Gaza abgeschossen wird. Nicht mehr Menschen drücken die Knöpfe. Tanzt, während die Bewohner unter den Trümmern dehydrieren. Tanzt, während Gliedermaßen ohne Betäubung amputiert werden. Tanzt, während Todesmaschinen am Himmel patrouillieren, bald auch bei uns. Tanzt, während der Nachrichtenmann unsere Köpfe mit Lügen füllt. Tanzt, während der Podiumsmann alles leugnet, was er sieht, also unsere Scholz, unsere Annalena Baerbock und wie sie alle heißen, also Pistorius. Tanzt zu dem scharfzahnigen Manipulationsplan. Tanzt, während unser Geist in Maschinen verwandelt wird. Tanzt im Takt des imperialen Psytrance. Tanzt im Takt der Pentagon, Polka des Todes. Was könnte denn da möglicherweise schieflaufen? Tanzt außerhalb des Konzentrationslagers. Eine Disco zum Genozid. Eine Disco zum Genozid, Baby. Wir können da nicht wegschauen. Wir als Menschen klären auf. Und ich glaube, dieses Gedicht trifft genau das auf den Zahn. Den Zeitgeist dieser Menschen, die heute wieder für Krieg gegen Russland trommeln, die gestern noch demonstriert haben. Nie wieder ist heute. Beim Genozid wegschauen, die Parteien verbieten wollen, um Demokratie zu retten, die Zensur wollen, um die Wahrheit aufzudecken, die Spritzen befürworten, erzwingen wollten für die Freiheit, die uns deindustrialisieren, für den Wohlstand. Es ist alles Lüge und es ist nur noch eine Minderheit. Aber die schweigende Mehrheit ist noch nicht mutig genug, mit uns auf die Straße zu gehen. Aber ich gebe euch die Hoffnung, es wandelt sich. Denn weltweit machen die Menschen nicht mehr mit. Der Klimahoax geht nicht mehr auf. Die Deutungshoheit in Israel geht nicht mehr auf. Die Deutungshoheit in Russland geht nicht mehr auf. Das Geldsystem werden sie uns nicht vor der Nase wegnehmen. Christoph hat es angesprochen, Großdemo am 27.04. Auch das werden wir Menschen nicht annehmen. Wir sind hier nur eine kleine Gruppe an Menschen, aber es braucht nicht mehr als eine kleine Gruppe, um die Welt zu verändern. So wie es Margaret Mead gesagt hat, eine führende Volkskundlerin, wer glaubt, dass die wenigen die Welt nicht verändern, dem muss ich das Gegenteil darlegen. Es waren immer die wenigen, die die Welt verändert haben und im Grunde war es nie anders. Danke.
Also, kurze technische Durchsage. Wir haben heute ein kleines Fahrerproblem, aber das Fahrerproblem hat sich eben gelöst. Wir haben jetzt einen Fahrer und der Rocco, der hündische Beifahrer, steigt gleich aus. Das heißt, der Fahrer, der eventuell nicht kompatibel ist mit dem Hund, der braucht nichts befürchten, weil der Hund wird entfernt. Weil die Eingewöhnung auf den Rocco dauert mindestens 2 Jahre. Das wollen wir keinem zumuten. Also Achim, hol mal den Rocco raus und der Fahrer darf schon mal reinsitzen. Der den Schlüssel hat. So, ja, einen lieben Gruß aus Frankfurt am Main. Lass ihn die erste Runde fahren und danach du. Genau, richtig. Einmal kurz die Polizei durchlassen. Dankeschön. Jupp. Ungefähr 2 Minuten. Klappt. Nehmt euch noch ein paar Schilder. Sucht euch noch ein paar Schilder raus, damit die Menschen auch lesen können. Und Zeitungen natürlich. Macht Sinn. Hier gibt es auch noch eine Deutschlandfahne. Wer sich traut, die zu tragen, nachher im Bahnhofsviertel, der kriegt einen extra Punkt. Wer will die Deutschlandfahne? Willst du sie nehmen? Also jetzt sind noch einige dazu gekommen. Also wir haben einen Karten und unser größter Fan ist auch dabei. Ich glaube, man munkelt, es gibt hier noch eine zweite. Mal gucken, wie oft er heute aufbaut. Er fährt immer hinterher mit dem Fahrrad und er baut dann seinen Banner auf. Ja, heute ist es ein bisschen warm. Leute, sind noch und da sind da wahrscheinlich bei einigen Leuten ein bisschen die Nerven am Durchdrehen. Also wir hatten schon vorhin, falls jemand gesehen hat, einen, der die am Rand gestanden hat, den Mittelfinger gezeigt. Und da ist noch mit Mädels hier angelegt. Da war noch ein anderer Typ da, der hier einfach Frauen angegrapscht hat. Also geht gar nicht sowas her. Aber die Polizei ist zum Glück gleich hin. So, ich werde circa eine halbe Stunde noch streamen vom Umzug und dann passiert ja dann nicht mehr viel. Irgendwann werde ich dann abbrechen, also nicht bis zum Ende. 2 Stunden lang nur rumlaufen, ist ja nicht so spannend. Aber wahrscheinlich wird der Achim noch zwischendrin reden oder der Chris und dann werde ich die Sachen noch filmen. Ein tierisches Problem. Die Stadt ist sehr, sehr voll. Soldaten aller Länder geht nach Hause, bleibt bei den Familien. Freiheit, Svoboda, Freedom. Die Bananenrepublik ist auch da. Wenn ihr den Krieg so liebt, dann fahrt selbst dorthin. Super, 5 vor 12. Wer schweigt denn zu? Hi! Wasser ist gut, ja. Einigkeit, Recht und Freiheit für alle Menschen hier in Frankfurt, in Hessen, in Deutschland, in Europa. Wir möchten gerne in einer freien und friedlichen Welt leben mit allen Menschen. Und wir laden alle dazu ein, sich anzuschließen an denjenigen, die diese Ordnung beseitigen wollen, direkt unmittelbar aus Regierungsverantwortung gehen, klare Kante zu zeigen und zu sagen, nein, das passiert nicht mit uns, das passiert nicht in unserem Namen und nicht mit unseren Steuergeldern. Ihr habt es auch wieder gesehen, wir hatten wieder einen unserer treuesten Begleiter, den Gegendemonstrant.
Wir haben ihm zu Ehren die Konstablerwache gerade eben umbenannt. Wie heißt die? Ja. Also wer es gesehen hat, hat es gesehen. Artikel 1. Die Würde des Menschen, sie ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Auch die Würde des Polizisten, der vielleicht Zweifel hat an so manchen Einsatzbefehl, auch dessen Würde ist zu achten. Wenn Jan B. Böhmermann im Fernsehen vor Millionen von Zuschauern Hass, Hetze und Lügen verbreiten darf, dann darf ich das auch, weil alle Menschen sind vor dem Gericht. Und da ist Ende vom Zug. Wir lieben Menschen in Frankfurt sind unsere Grundrechte und deswegen sind wir auf der Straße für Einigkeit, für Recht und für Freiheit. Wir setzen uns dafür ein, dass dieses Land und die Medien, die wir gelten, für alle gleich gelten. Also jeden Montag um 18 Uhr hier an der Konstabler Wache. Manchmal auch am, wie heißt denn der Brunnen, fällt der Name gerade nicht ein. Der ist ja knapp 70 Meter entfernt. Also, ihr Menschen, aber wenn es dort an dem Brunnen losgeht, dann steht jemand an der Konstabler Wache und sagt Bescheid. Freiheit und Frieden. Jeden Montag 18 Uhr ab Konstabler Wache. Frankfurt läuft für Freiheit und Frieden. Und wenn Sie sich fragen, warum Sie von diesem Montagsspaziergang noch nichts gehört haben, fragen Sie doch mal ARD, ZDF oder die Hessenschau. Achso, die Hessenschau ist irrelevant. Ja, da haben Sie recht. Wenn die Regierung aufruft, dass die Menschen sich an Demonstrationen beteiligen sollen, dann ist das keine Demonstration, sondern Propaganda für die Regierung. Kein Mensch braucht Regierungspropaganda. Artikel 5 Grundgesetz. Absatz 1. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu informieren. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk, Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. No. Also ähnliche Shirts gibt es auch bei mir im Shop. Das war echt eine gute Idee von Österreichern. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis. Die haben dich angelogen.
Jo, und da unten sind doch jede Menge Medien, demokratischer Widerstand. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses rechtliche Gesetz aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Was gibt es hier, deswegen ist dieser Rechtsgesetz... Das habe ich erst vorhin dazu geschrieben. Vorher stand nur Frankfurt da. Da hat der Ignaz schon recht gehabt. Aber es irgendwie war, keine Ahnung, Frankfurt an der Oder ist so weit weg von hier. Und da war ich noch nie auf einer Demo. Deswegen weiß ich nicht, war mir überhaupt nicht bewusst, dass man das verwechseln könnte. Aber in Frankfurt an der Oder gibt es auch, ich glaube, jeden Montag eine Demo. Na ja, gut, im Osten das sind fleißiger noch etwas größer. In der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Versammlung dieses Grundgesetz gegeben. Wir sollen also dem Frieden in der Welt dienen. Habt ihr den Eindruck, dass die Regierung in Wiesbaden, in Berlin und in Brüssel dem Frieden in der Welt dient? Habt ihr den Eindruck, dass Waffenlieferungen in Krisengebieten den Frieden... Oh doch, Frankfurt an der Oder, da gibt es einige Demos. Also weiß nicht, ob es da so große gab, Eindruck, aber da gibt es, glaube ich, jeden Montag ist, eine Demo. Zweitstärksten Atommacht der Welt. Und da sind auch Trommler unterwegs. Hier haben wir gar keine Trommler in Frankfurt. Aber glaubt ihr, dass Washington näher ist als Moskau? Am 27. April, da werden wir hier auf jeden Fall ein paar Trommler haben. Da wird es eine große Demo geben. Die Amerikaner machen es clever. Sie schicken uns in die Bütt. Wir sind die erste Verteidigungslinie. Ich bin wahrhaft kein Putin-Verteidiger. Aber ich bin bei Gott auch kein Verteidiger der US-amerikanischen Militärdoktrin. Ah, Livestream, ja, okay. Keine Ahnung. Noch einmal, in der Präambel unseres Grundgesetzes steht, Deutschland hat dem Frieden in der Welt zu dienen und nicht dem Krieg. Ich gucke fast nie Livestreams von Demos, weil ich meistens ja selber dabei bin und da sogar Livestreame oder halt mitlaufe. Ja, und auch ganz passend zum Thema 1. April und Beamtenrecht und bezüglich Durchsuchung von Telegram- und WhatsApp-Gruppen von Polizistinnen und Polizisten zum Beispiel. Artikel 10, Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, Absatz 1. Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unveräußerlich. Soweit unsere Grundrechte. Wer denkt, dass das alles selbstverständlich ist, dem muss ich leider sagen, ist es nicht mehr. Und war es, ehrlich gesagt, auch noch nie. Unsere Grundrechte werden schon immer bedroht, und zwar nicht von Extremisten aus unserer Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz, sondern aus extremen Bewegungen in den Behörden und vor allem Regierungssisseln. In den 70er und 80er Jahren, als ich groß geworden bin, da hatten alle Angst vor der bösen RAF, Rote Armee-Fraktion. Da wurden Überfälle inszeniert, da wurde Verfassungsschutzspitzel eingeschleust. Jeder, der sich daran erinnern möchte, google einmal nach dem Begriff Zellerloch. Der Vater von der Ursula von der Leyen hat das veranstaltet mit dem damaligen niedersächsischen Verfassungsschmutz. Heute ist seine Tochter Vorsitzende der EU-Kommission natürlich umgewählt. Und sie hat den Schneid, sich für eine zweite Amtszeit zu bewerben. Man munkelt aber, dass sie schon längst einen neuen Job hat. Der kleine Wauwau will unbedingt gestreichelt werden. All das geschieht nicht in unserem Namen.
Oh, Spy, sag mal hallo. Ja, der heißt wirklich Spy. Wir fahren den Kriegstreibern und stehen vor den Türen dieser menschengemachten Krisen in die Arme. Wir sagen Nein zu all diesem Leid, was die Menschen hier in diesem Land, aber auch bei unseren Nachbarländern und Völkern und Nationen in dieser Welt verursacht. Vor einiger Zeit war ich in Serbien, ich war in Belgrad und komme da abends an und treffe vor dem Hotel auf einen dunklen Parkplatz. Der Serbe fragt mich, was ich da mache mit meinem deutschen Kennzeichen, warum ich hier bin. Dann antworte ich wahrheitsgemäß, ich bin hier, ein Zeichen zu setzen. Weil vor 25 Jahren hat uns die damalige Bundesregierung des ehemaligen Jugoslawien, Serbien und weite Teile des Kosovos mit Streubomben platt gemacht. Wenn meine Leute das und haben die Munition auf Kindergarten, Schulen und Krankenhäuser geworfen. Das ist 25 Jahre her. Ich bin hier, um ein Zeichen zu setzen. Wisst ihr, was eine Ankunft hat, der Serbe? Im Mund eines Hausmeisters, der uns als Mutter der Menschen zu erwähnen, die sich von der Sohn haben. Er sagt im besten Englisch zu mir, schön, dass du da bist, aber ehrlich gesagt, möchte ich, dass du gleich wieder heim gehst. Wir brauchen dich hier nicht. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind in Serbien weiß Bescheid. Jeder. Aber die Menschen in Frankfurt, in Stuttgart, in Hamburg, in München, in Berlin, in Leipzig haben keine Ahnung, was los ist auf dieser Welt. Fahrt bitte zurück nach Deutschland und macht dort eine Aufklärungskampagne. Geht raus aus Serbien, wir wissen alle Bescheid. Das war ein deutliches Signal. Und leider hat der serbische Mann recht. Hier bilden wir uns ein. Wir werden erhaben. Wir werden der Wertebesten. Unsere Kriege sind die gerechten Kriege. Nur noch ein bisschen Waffen, ein bisschen Norden. Ein bisschen Blut vergießen, noch ein paar Steuerbillionen für die letzte Pandemie, für die sie ist X, ein paar Steuermilliarden für den nächsten Krieg, für die nächsten Drohnen, für die nächsten Taubungsraketen. Noch ein bisschen, noch ein wenig geht. Ich aber sage euch, hört auf damit. Sagt Nein zu dieser falschen Politik, egal ob sie von links oder von rechts kommt. Sagt Nein, nicht in meinem Namen und auch nicht, oder zumindest nicht freiwillig, mit meinen Steuergeldern. Und gib dich nicht auf. Sagt Nein und setz dich ein, dass aus diesen Krisen niemand mehr profitiert. Und die Krisenprofiteure ihre Milliarden Dollar Gewinne aus den Maskendeals, aus den Impfdeals, aus den Pfizer-Deals, aus den Moderna-Tiers, aus den Kriegs-Tiers, den Taurus-Tiers, den Leopard-Tiers, aus den Strack-Zimmermann-Tiers, dass diese Milliarden wieder zurückgezahlt werden. Wir wollen ein Krisenprofitverbot. Nervig. Da könnte YouTube wieder dazwischen gehen. Live sind wir uns bis jetzt zum Glück noch nie abgebrochen. Aber dafür musst du dann später das ganze Zeug rausschneiden lassen. Ich hoffe mal, dass das Lied kein Problem macht. Ihr wollt Krieg, dann zerstört ihr unser Leben, ja. Also Frankfurt schön voll, jetzt warm geworden. Der Sommer hat angefangen. Ich hoffe, es bleibt jetzt so ein bisschen so.
Bei mir ist normalerweise O bis O, Ostern bis Oktober trage ich Shorts, aber jetzt die erste Woche nach Ostern war ja unmöglich. Es war immer noch schön kalt, aber jetzt endlich warm. Erkenne die Lügen von Politik und Medien. Jo, Gruß zurück nach Aschaffenburg. Krisenprofitverbot ist eine unserer Hauptforderungen. Wir möchten, dass diejenigen, die diese Krisen produziert haben, auch noch an ihnen profitieren, dass sie ihre Profite abdrücken dürfen. Das waren diejenigen, die in diesen Krisen alles verloren haben. Die Rente, den Arbeitsplatz, Aschaffenburg ist eigentlich nicht weit, kannst auch herkommen. Jeden Montag 18 Uhr. Ich bin auch auf Aschaffenburg auf einer Demo. Immer wieder, jetzt wird es bald wieder Brückentagen geben. All das in Frankfurt, all das darf nicht vergessen werden. Wir müssen richtig erinnern an diese Menschen, die gemacht haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Stimme erheben und nicht gleichgültig sind. Wenn der nächste Feind ausgerufen wird. Also wieder knapp 75 Leute, hab's gerade durchgezählt. Das ist der nächste Ärgernis. Wir schaffen es nur gemeinsam. Wir schaffen nur gemeinsam eine Welt, in der wir zu Recht sagen können, das ist die Welt für meine Kinder oder für meine Enkelkinder. Rettet unsere Industrie.de. Die Menschen in Machtpositionen in Wiesbaden, in Berlin und erst recht in Brüssel wollen eine andere Welt. Diese Welt hat nicht mehr viel damit zu tun, was die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes vor 75 Jahren sich mal ausgedacht hatten. Es geht nur gemeinsam und es geht nur mit jedem. Und es geht nicht von oben herab, sondern es geht nur basisdemokratisch von unten. Es geht nur gemeinsam. Und dann, ihr Menschen in Frankfurt, dann kann Deutschland und die Welt heilen. Da ist die Bananenrepublik wieder. Oh, das Lied wird wahrscheinlich auch gesperrt. Ja.
Hier gab es auch mal eine Demo letzten Sommer. Da war, boah, wer war das? Ich glaube, der Robert Habeck hat hier irgendeinen Preis bekommen. Da gab es hier auf dem Platz eine Demo. Also wenn ihr die ganze Architektur hier auch besichtigen wollt, dann kommt am 27.04. nach Frankfurt. Und? 82. 82? Okay. Ich habe vorhin 75 gezählt. Dann sind noch ein paar Leute dazugekommen. So. In Frankfurt, da kommen die Leute immer wieder zwischen dazu, die Locals. Ciao, ciao! Am 27. April der wichtigste Tag sein in diesem Monat. Und ich bitte nochmal alle, dass sie sich diesen Termin gut reservieren. Und wir sollten natürlich auch gute Reden auf dem Thema Aufmerksamkeit kommen. Ich denke, ich stream noch 5 Minuten und dann switche ich mal um zu TikTok. Da gibt es nicht so die Probleme mit den ganzen Liedern. Die Aha-Regeln.
Arbeit weg, Haus weg, alles weg. Wird noch mal einigen kommen. Jo, die Klartexte, die wollen verteilt. Unfree Julian Assange. So, ich wechsle mal zu TikTok. Da heißt Neustart Demokratie, heißt der Kanal. Ja. Ansonsten die nächsten Termine am Samstag in Fulda. Paul Brandenburg ist da. Antifas, nee, die gibt es nicht mehr. Beziehungsweise die werden nicht mehr dafür bezahlt, wahrscheinlich. Also früher gab es immer wieder mal welche. Bei der letzten richtig großen Demo, sage ich mal, waren, boah, keine Ahnung, vielleicht 10 Leute, die da irgendwie rumgestanden haben. Und aber ich denke mal, die meisten sind irgendwie weggespritzt oder haben es kapiert, dass es dass ein bisschen verarscht wurden. Okay, die nächsten Termine, also am Samstag Fulda mit Paul Brandenburg und einem deutschlandweit bekannten Redner, der vor einiger Zeit seinen Namen gewechselt hat, ja, seinen Künstlernamen abgelegt hat. Ihr wisst Bescheid. Kommt vorbei. Ansonsten Sonntag drauf, dann Bellheim im Süden von Deutschland, also in Baden-Württemberg. Dann am 27. auf jeden Fall hier wieder in Frankfurt, eine riesengroße Demo. In Hildesheim gibt es auch noch eine Demo und ich glaube Magdeburg am 27. auch eine Demo. Am 20. ist, glaube ich, in Berlin was. Jetzt mal gerade überlegen. Am 5. Mai, Geburtstag von Rainer Füllmich in Göttingen, aber man weiß noch nicht genau wo und welche Uhrzeit. Ansonsten noch in Bretten. Die sind jetzt seit, ich glaube, 4 Jahren durchgehend auf der Straße. Jede Woche eine Demo. So, wie geht's dann weiter? Im Mai. Ich muss gerade überlegen. Der 25. Mai auf jeden Fall wieder hier in Frankfurt. Ich hoffe, ihr hört mich. Also am 25. Mai wieder in Frankfurt. Da macht Deutschland steht auf und eine Demo. Im Juni, am 8. Juni, 8. Juni müsste es glaube ich sein, Dresden wieder eine große Demo, im Juni und im Oktober dann wieder. Ansonsten im Juni noch, Rammstein Airbase Camp, nee,
Stopp Rammstein Camp, so heißt es genau. Und am 22. ist es, glaube ich, der Samstag, 22. Juni, da gibt es eine Demo. Aber diesmal nicht an der Airbase, sondern in Kaiserslautern. Ja, das sind die Termine für die nächsten Wochen, Monate. Und ansonsten natürlich 3.8. Berlin. Wisst ihr Bescheid? Okay, dann wünsche euch mal noch einen schönen Abend. Ich wechsle jetzt gerne mal auf TikTok. Ja. Haut rein. Für eine Welt des Friedens und der Freiheit für